So, jetzt gibt's wieder TV Total und heute haben wir dabei eine finnische Opernsängerin, Sarjana Salminen, und ihren kleinen Pudel. Und es ist nicht so, dass nur Frau Salminen singen kann, sondern der Pudel kann auch singen. Und ich bin gespannt, ob er das macht. Und vieles Spektakuläres aus dem Fernsehen, jetzt bei TV Total. Jetzt bitte nochmal auf Finnisch. Tänä iltana esiintyy Sarjana Salminen pudelinsa kanssa, joka myöskin laulaa ja on kaikkea muutakin mukavaa sitten mukana. Das war alles? Nein, aber ich hab's vergessen. Achso, egal, kommt jetzt jedenfalls. Ups. Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan. Zeit. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zu TV Total, unserer kleinen, beliebten Fernsehshow hier. Und wir haben heute wieder fantastische Sachen für Sie. Natürlich, Raab in Gefahr kennen Sie. Ich habe eine tolle Reportage für Sie gemacht. Dann gibt es Neues für Sie aus dem japanischen Fernsehen. Sensationelle Sachen. Dann habe ich ein Casting gemacht. Ja, ich habe einfach mal geguckt, was doch so für Talente auf dem Markt rumlaufen. Und was ganz Neues für Sie. Wir haben unser TV Total Horoskop für Sie. Da werden Sie vieles Neues über sich selber erfahren. Und natürlich fantastische Nominierungen vom offenen Kanal in Berlin. Ein Mann, der heißt Dido. Und eine junge Opernsängerin, die mit ihrem Hund zusammen singt. Das werden Sie hier auch sehen. Und wir kommen natürlich direkt zum Großereignis des Wochenendes. Meine Damen und Herren, der Deutsche Fernsehpreis ist verliehen worden. Wow, haben Sie gesehen? Eine Veranstaltung, die ihresgleichen sucht. 1300 Gäste, 300 Hochprominente. Es war alles da, was Rang und Profilneurose hatte. Profilneurose, liebe RTL-Zuschauer, das sind die, wo sich für ganz wichtig halten tun. Ja? Und es gibt so ein paar Regeln, wenn man bei so einer Veranstaltung ist, im Publikum sitzt, was man auf keinen Fall machen darf. Ja? Man darf zum Beispiel auf keinen Fall, ganz wichtig, bitte, wenn Sie da sitzen, gucken Sie bitte nicht doof. Ja, ich kann Sie beruhigen. Ich kann Sie beruhigen. Ich kann Sie beruhigen, falls Sie jetzt Sorgen gemacht haben. Ich habe Ottfried Fischer auf der Party nachher noch lebend gesehen. Ja, ist also nichts passiert. Was man auch nicht macht, ja, man sollte nicht auf so einer Veranstaltung im Publikum an seiner Alten rumfummeln. Oh, süß, oder? Schnuckel, schnuckelig. Und die größte, meine Damen und Herren, die größte aller Verfehlungen ist, wenn Sie auf so einer ehrenwerten Veranstaltung da sitzen und Kaugummi in der Fresse haben. Schauen Sie mal, Babs Becker. Ja, meine Damen und Herren, das ist die größte Verfehlung, da auf dem Kaugummi rumkauen wie ein Gaul, das geht nicht an. Möchte ich nur mal... Bitte, ihr Schweine. Wer war das? Schweine in der Regie, wer war das? Der Regisseur. Der Ex-Regisseur. Ja? Meine Damen und Herren, was natürlich auch wichtig ist, was Sie wissen sollten, auf den Partys werden natürlich viele Nettigkeiten ausgetauscht. Und da gibt es ein großes Promi-Nomi-Wörterbuch. Ja? Prominente Nominierte, die hätscheln und tätscheln sich da. Das hat aber was anderes zu bedeuten. Wenn zum Beispiel zwei RTL-Moderatorinnen sich treffen und die eine sagt zur anderen, wow, du siehst ja heute Abend wieder fantastisch aus, dann heißt das, du bist auch fett geworden, du alte Schlampe. Ja? Oder zum Beispiel, wenn ein Schauspieler auf sie zukommt und sagt, ah, ich mache da gerade ein neues Projekt mit dem ZDF, das wird eine ganz große Sache, heißt so viel wie, ich bin im Moment arbeitslos, hast du mal einen Markt für mich? Und wenn nachher zum Preisträger jemand kommt und sagt, Dufte, wir freuen uns so für dich, wir kommen morgen Abend alle auf deine Party, heißt, mach deinen Scheißdreck doch alleine. Ja? Und dann gibt es manche Preisverleiher,
die moderieren sowas einfach nur, wenn sie den Preis verleihen. Dann gibt es manche, die machen ein paar Witzchen. Dann gibt es aber auch einen auf der Fernsehpreisverleihung, der hat gesungen. Mit seiner eigenen Gitarre. Miroslav Nemec. Jetzt sagen Sie Miroslav Nemec, der arbeitet doch bei mir schwarz auf der Baustelle. Nein, das ist Miroslav Nemec, ist Tatortkommissar. Tatortkommissar Miroslav Nemec hat seine Gitarre genommen und hat gespielt. Ja? Und ich finde, er hat großartiges Talent. Das Publikum war etwas, ich weiß nicht, aber es war einer im Publikum, der hat gemerkt, Miroslav Nemec hat den Swing. Achten Sie mal auf, wer es war. Hab ich geschlafen? Hab ich geträumt? Gab ich nicht acht? War es eine Fliege, die mich plötzlich geweckt hat? Oder der Sessel, auf dem ich saß, hat er gekracht? War es eine Hupe, die mich plötzlich erschreckt hat? Jedenfalls tut es mir leid, wenn ich schlief, denn es ist doch erst 9:45, lange vor Mitternacht, also zu zeitig, um endgültig schlafen zu gehen. War ich zu müde und zu passiv, ging etwas schief, wäre ich. Es zieht und der Abend ist so schön für solche Sorgen. Und das morgige Programm beginnt erst morgen. Ich weiß schon heute, was man dann sieht. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Ja, großartig, oder? Meine Damen und Herren, Miroslav Nemec hat den Swing. Miroslav Nemec hat einfach den Swing, es hat einfach nur keiner erkannt. Ja? Außer mir. Hat mich noch was gewundert. Ich habe mir gedacht, wenn Rod Stewart schon da ist und im Publikum sitzt, warum singt er dann nicht? Warum tritt er dann nicht auf? Schauen Sie mal, einfach rumgesessen. Da. Warum singt er nicht? Und ich war ein bisschen erschrocken. Ich glaube, das war das erste Mal beim Fernsehpreis, dass auch Zuhälter eingeladen worden. Schauen Sie mal gerade. Meine Damen und Herren, Sie wissen, wir beobachten für Sie nicht nur das deutsche Fernsehen, sondern auch das internationale. In unserer Rubrik TV Global haben wir jetzt wieder Neues und Heißes aus dem japanischen Fernsehen. Schauen Sie sich das bitte mal an. So, das ist TV Global, heute aus Japan. Hier sehen Sie, das ist versteckte Kamera in Japan. Da sehen wir einen Lappen, der im Schritt einer jungen Frau hängt. Da wird der Mann natürlich ein bisschen neugierig, kann ich verstehen. Pass mal auf jetzt. Und lächeln. Ja. Wenn zu tun, nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen, geh mal weg. Hier, da werden ältere Herrschaften geärgert, die werden im Schlaf, werden da kleine Augen auf die normalen gesetzt und dann. Jetzt gleich wird's lustig. Und dann nehmen wir dem noch das Gebiss raus. Jo. Ja. So, wie könnte das jetzt schön aussehen? Einfach Doppling. Jo. Die Japaner haben Talent hier zum Beispiel. Werden Zitronen in den Augen ausgedrückt. Ja, mal gucken, wer das am längsten aushalten kann. Jo. Und der Gewinner freut sich natürlich. Oder hier, das ist sehr spannend, das kennt ihr vielleicht von zu Hause. Da isst man sehr viel Bohnen, trinkt ein bisschen Milch dazu. Und dann macht man noch ein paar gymnastische Übungen. Jetzt ist das aber nicht mehr wie bei Ihnen zu Hause. Denn jetzt, passen Sie auf, ein Mikrofon, ein Feuerzeug, dunkel. Achtung, und? Haben Sie es gesehen? Achtung, Zeitlupe. Oder hier, Sie pupsen sich in die Hand und halten einen schlafenden Mann. Ja, mal kurz in die Hand gepupst und abhauen. Oder hier, das ist so eine Art Herzblatt. Da wusste die junge Kandidatin nicht, dass ihr gegenüber jemand sitzt, nämlich Heiner Bremer. Nein. Und pass auf, die Freude ist groß. Oder hier, Schnick, Schnack, Schnuck und der Verlierer wird mit heißem Wachs übergossen, wenn er nicht schnell genug den Schirm aufbricht. Oh. Und noch eine Chance, Achtung. Schnell den Schirm, zu spät.
Ja. Heißes Spiel. Ja, muss er weggezogen werden. Die härtere Variante. Jetzt nimmt der Kandidat ein Bad in heißem Wachs. Mal gucken, wie lange das aushält. Die Füße gehen noch. Schnell rein. Heieiei. Heiß. So, da wird noch ein bisschen nachgeholfen nachher. Yo. Und hier ein uralter Gag, bei uns total alt, in Japan immer noch brandheiß, neu und sehr spaßig. Für Japaner zumindest. Passen Sie auf. 4, 3, 2, 1. Happy Birthday. Oh. Das war's aus dem japanischen Fernsehen. Ich fahre mal gerade meinen Monitor hoch. Ich muss Ihnen jetzt was zeigen. Ich habe so viel Post bekommen. Pass auf, jetzt. Achtung! Haben Sie letzte Woche gesehen, ich habe ja ein paar neue Geräusche eingeführt. Pass mal auf, wie zum Beispiel. Großartig, oder? Wissen Sie, Sie kennen ja meinen, seit der letzten Sendung, mein bester Freund ist Ricky von Sat.1. Kennen Sie Ricky? Ricky, super, so, wir machen sofort weiter mit der Show hier. Ich möchte mal was zeigen. Sie erinnern, aber erinnern Sie sich an das hier noch? Ich möchte Ihnen das mal zeigen. So, und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt, da ist mir was aufgefallen. Da ist mir eine Parallele aufgefallen. Jetzt schauen Sie sich mal bitte, kommt jetzt, schauen Sie sich mal bitte folgenden Ausschnitt an. Oder? Ja. Sehr schön. Ich sehe, Sie machen mit. Sehr gut. Ja. Ist was dran, oder? Pass auf hier. Ist doch was dran. Und jetzt, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, unsere Freunde hier, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Tipsi, Wipsi, Lala und Po. Einer heißt ja Po. Das, ja? Pass auf, Sie werden überrascht sein. Pass auf, schauen Sie sich bitte das hier an. Ja? Ja. Zeit für Ricky Winke Winke. Winke, winke, Ricky. Talkie, talkie. Auf Sat. Einsie. Ja, und dann habe ich noch was. Sie fragen sich wahrscheinlich, wo kommen die ganzen Moderatorinnen her im deutschen Fernsehen? Da tauchen immer wieder welche auf und die sagen mit Recht, die können ja gar nicht moderieren, aber wo kommen die her? Ja, und da habe ich was ganz Tolles entdeckt bei einem Konkurrenzsender. Und schauen wir uns das mal bitte gerade an. Bevor die Silikonfreundinnen angezogen und verschickt werden, werden sie gepudert. Schwiemchen, Perücke drauf, ab in die Kiste, ja, eingepackt. Und die müssen ja schnell ankommen, denn da startet schon Piep, sehen Sie? Und schon, so geht das. Ich wollte es nur mal erklären. aber wir haben einen neuen fantastischen Nominierten. Wir haben was ganz Tolles gesehen im offenen Kanal Berlin, nämlich Didos Musikshow. Schauen Sie sich bitte mal einen kleinen Ausschnitt daraus an. So, jetzt haben wir unsere nächste Künstlerin. Jetzt ist sie auf einmal verschwunden. Frau Jeanette Ode. Ja, normalerweise hätte sie schon hier stehen müssen. Und sie ist. Das erste Mal bei Dido, also Debüt bei Didos Musikshow und überhaupt schon im Fernsehen, oder? Noch nie. Noch nie, also, aber sie hat schon eine CD, ne? Ja, ich habe schon viel gemacht, ja. Aber einen schlechten Manager wahrscheinlich, sonst wäre sie auch schon ganz groß draußen, ne? Ja, und meine Damen und Herren, ja, wir wollten wissen, wer ist der Mann, der da so locker flockig daher moderiert
Und deswegen haben wir nominiert, meine Damen und Herren, nominiert für den Rat der Woche für Didos Musikshow im offenen Kanal Berlin. Nominiert Dieter Dorst, meine Damen und Herren. Hier ist der Dido. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Fernsehpreis. Ach, ich habe den Fernsehpreis gewonnen. Ja, stimmt. Danke. Herzlichen danke. Glückwunsch. Sie das ja kein Fernsehpreis ist ein Berliner Preis. Ja, danke. Und super. Hey. Aber vielleicht, wenn Sie Glück haben und hier heute Abend gewinnen, dann sind wir ja Kollegen, dann haben Sie ja auch einen Fernsehpreis. Na, und zwar toll, den wichtigeren. Ja. Sie haben den wichtigeren. Ja. Diese Show, Didos Musikshow, das ist eine Show, die haben Sie selber entwickelt. Ganze Konzept, alles. Die habe ich vor 11 Jahren selber in Leben gerufen. Weil meine Tochter. Die ist ja schon richtig ausgereift, ja. Wenn die 11 Jahre alt ist. Naja, ich wollte bei der 25. Sendung aufhören, aber warum? Jetzt mache ich nächste Woche die 87. Wow! Ja, gibt kein Geld beim offenen Kanal, ne? Wie nicht? Nö, das ist ein staatlicher Sender und da dürfen wir keine Werbung, ja nichts machen. Das ist immer so live on tape. Ja, ja. Also das wird gedreht und da wird nichts dran verändert. Ich mache jetzt nächste Woche zum Beispiel wieder eine Live-Show und dann wird eh mal nochmal wiederholt und so. Und die Zuschauer kicken, wenn ich nach Hause komme von der Live-Show, dann sind schon die ersten Angebote wieder da, die da bei mir auftreten also wollen. Also Sie sind in Berlin wahrscheinlich ein richtiger Star, oder? Na, Star bin ja. Ich spiele meist so komisch, aber ich bin ja auch ein bisschen Schauspieler. Ja, ja tatsächlich. Ja, ich spiele so kleine Rollen so in die Berliner Serien und so was. Ja, ja. Und naja, ich bin zum Beispiel einer, der keine Zettel in der Tasche hat wie Jotschak, weil ich bin kein Jotschak. Ich quatsche aus der Lameng, dann verquatsche ich mal. Und dann rufen sie an, sagen, Mensch, der hat sich schon wieder verquatscht. Ja, kick mal, den kommt das Hemd aus der Hose. Ja, ach. Und alle so Dinger, Mann. Hey. Der eine sagt, der Berliner zu viel, der andere ruft an, toll, wie du Berliner. Ja. Es ist nicht einfach so, vor der Kamera da irgendwie Leute zu befriedigen, Mann. Ja, das ist richtig, ja. Ja, großartig. Sie sehen, die Leute stehen drauf. Die Leute fahren drauf ab. Wir wollen noch mal ein bisschen gucken aus Ihrer Sendung. Ja. Einer Ihrer Lieblingsgäste. Da kannst ruhig du sagen. Ich kann du sagen. Ich mein, ich bin ja da kannst du mir auch Stefan sagen. Ich bin der Stefan. Alles klar, ich bin der Dieter. Dido von Dieter Dost. Ne? Dieter, ach, deswegen Dieter Dost. Dieter Dost, Dido. Dido. Ja. Ja. Und ich bin, wie gesagt, ich mache das gerne, trotzdem ich kein Geld kriege. Meine Frau ist mal sauer, weil ich immer mein eigenes Geld mit reinbuttert. Das kostet auch hier. Trotzdem, ja, so eine Show aufbauen. Spaß muss sein. Und wir haben geguckt und was uns aufgefallen ist, Ihr Lieblingsgast in Ihrer Sendung ist ja Ihr eigener Sohn. Den laden Sie am liebsten ein als Stargast. Er wird von den Zuschauern immer wieder gefordert. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn wir haben da einen kleinen Ausschnitt und dann kommt er auch mal nicht, weil er keine Zeit hat. Das wird dann aber auch in der Show ausdiskutiert. Das wollen wir uns, gerade mal angucken. Warum hast du das letzte Mal hängen lassen? Ich würde nie auf die Idee kommen, dich hängen zu lassen. Und ich war auf der Arbeit gewesen und ich kam zu Hause nicht rein, weil die Tür abgeschlossen war und er hatte den Schlüssel gehabt, ja. Und ich hatte keine Kassetten, ich hatte nichts anzuziehen, ich war mit Arbeitssachen gewesen und deswegen will ich mich nochmal entschuldigen bei dir. Es tut mir leid, Dido. Alles klar, aber ich meine, hättest du auch in Arbeitsklamotten kommen können, oder? Aber deswegen bin ich heute hier. Na gut, dann Mikro hast du selber. Dann sag mal, mein Sohn, Sharam, Sabet, Dost, was ist das erste Lied, was ist das Liebeslied? Die Zuschauer, wenn die ein ausländisches Lied hören, wollen gerne wissen, den Inhalt, Liebe, Vertrauen oder Vergangenheit, Vergessenheit oder wie oder was? Das Lied handelt sich um eine glückliche Liebe und sind beide zufrieden. Die sind, also es ist einfach ein schönes Liebeslied. Okay, Sharam, Sabet, Dost. Ja, meine Damen und Herren, großartig, oder? Wenn Sie in Berlin wohnen, das gucken können, dann gucken Sie sich das an. Didos Musikshow. Wie oft kommt ihr immer? Alle 6 Wochen. Alle 6 Wochen? Am 11.10. um 19:30 Uhr. Am 11.10. 19:30 Uhr, offener Kanal Berlin. Live. Live. Herr Dost, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Bleiben Sie noch kurz hier. Wir müssen jetzt ein bisschen Werbung machen, meine Damen und Herren. Ja. Und nach der Werbung sind wir wieder da und dann haben wir Folgendes für Sie. Und zwar, ich habe mal ein bisschen Wasserskilehrer gespielt. dann habe ich ein Casting für Sie gemacht. Das wird auch sehr spaßig, kann ich Ihnen ja schon versprechen. Und ich habe das TV Total Horoskop für Sie. Das alles sehen Sie hier nach der Werbung. Also schalten Sie gleich wieder ein. Dido, Dieter Dost! Ja.
total. Ja, wir haben was ganz Tolles entdeckt. Und zwar gibt es beim MDR eine Sendung, wo ich erst dachte, es ging nur um den Sender. Der Sender, die Sendung heißt Außenseiter, Spitzenreiter. Und da haben wir was ganz Tolles entdeckt. Und zwar hat da eine junge Frau mit ihrem Hund zusammen gesungen. Und das fanden wir, war so toll, das müssen wir Ihnen zeigen. Schauen Sie es mal an. Sarianna Salmine. Und hier ist sie. Herzlich willkommen. Wow. Wo ist er? Ach, da kommt er. Oh, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Oh, guck mal, das ist ein bisschen rutschig für ihn, ne? Tutele. Na, komm mal her. Otto, da komm mal zum Otto, Papa. Otello. Otello. Jetzt machen Sie mir den Hund nicht verrückt da. Otello. Hey, wollte du Tennis? Tule, tu arrivere isto. Tule, tu arrivere. Der spricht Finnisch, muss man dazu sagen. Der Hund spricht Finnisch. Oh, es rutscht, rutscht. Oh, es rutscht. Tennis, 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 Tennis. Oh, 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 Tennis. So. Wow. Jetzt haben wir. Geklappt hat. Da muss ich doch sagen, Respekt, oder? Ah, das dauert das immer so lange, bis der Hund da ist? Nein, der, Sie haben guten Tag sagen. Sie ja? haben gerade so. Finnisch mit dem Hund gesprochen. Mhm. Sind Sie Finnin? Ich bin eine Finnin. Woher kommen Sie denn aus Finnland? Tampere. Tampere. Aha. Wer kennt es nicht? Tampere, meine Damen und Herren. Und Sie sind aber, ausgebildete Opernsängerin. Genau. Mhm. Und Sie haben Engagements überall auf der Welt. Meistens in Deutschland. Meistens in Deutschland. Was singen Sie zum Beispiel? Ich habe es gerade im Sommer Fiordiligi in Così fan tutte gesungen. Ich habe viele Operetten-Divas gemacht. Pamina. Hi, Honey. alles Mögliche. Fühlen Sie sich wohl? Fühlen Sie sich wohl hier? Und wann haben Sie festgestellt, dass Ihr Hund besser also singt? Entschuldigung, wann der. Dass Ihr Hund singt, so war es. So die Frage richtig. Dass er singt, der Hund. Wann haben Sie festgestellt, dass der Hund singt? Von Anfang an habe ich bemerkt, er singt besser als ich. Nein, das ist so, da kommt man ja nicht direkt drauf. Ja, von Anfang an, pfiou, er war dort. Meine Hunde jaulen immer, wenn die Polizei kommt. Das ist da, er aber nicht. Er nicht. Willkommen. Mhm. Wie haben Sie das festgestellt? Wirklich, von Anfang an. Von Anfang an direkt? Von Anfang an. Und Sie sind sicher, dass er auch singt? Oder ist das mehr so eine Form des Beklagens, des Ja, man weiß ja nicht, wie es, was so in Hunden vorgeht. Finnische Hunde sind da ja anders als deutsche. Er kommt aber aus Moskau. Ach, er kommt aus Moskau? Das ist ja noch interessanter. vielleicht sollten wir das mal Haben wir da noch einen Ausschnitt? Nein, wir sollten das direkt mal hier selber probieren, oder? Sollen wir mal rübergehen zu dem Flügel? Dann müssen wir da mal draufheben, oder? Das ist für Sie, ja, das dürfen Sie gerne. Otto! Komm mal her, Otto. Otto, komm mal her. Komm mal zum Papi. Ja? Komm mal zum Papilein. Jetzt setzen wir dich mal. So, aber nicht. Ja, gut. Ja. So, aber nicht auf den Flügel scheißen. Versprochen? So. So, dann legen Sie mal los. Ich lausche. Ist das denn, meistens ist das ja im Fernsehen so, wenn man sagt, Hunde singen, dann singen die nicht. Ne? Da waren schon Hunde, habe ich gesehen, im Fernsehen, die angeblich sprechen können, Mama sagen und so. Und dann sind sie da im Fernsehen, machen sie es nicht. Wir hatten mal einen Papagei, der sollte angeblich auf Befehl, kacken können. Kein Spaß, kann ich Ihnen irgendwann mal zeigen. Da hat er natürlich vor der Sendung die ganze Zeit geschissen, aber in der Sendung nicht ja meistens mal. Sie haben Ihren Pianisten, herzlichen Glückwunsch, guten Tag erstmal, mitgebracht. Was spielen Sie für uns? Margareta Juwelenaria, Guno Faust. Gut, und los bitte. Ja.
Viel Glück gleich bei unserer Preisverleihung. Nehmen Sie Platz bei uns in der Ehrenecke mit Otto. Meine Damen und Herren, Sarianna Salmin! Vielen Dank! Jo! Werden Sie auch sagen, das Stück war nicht nur gut, sondern auch sehr lang. Und was denn? Wir müssen uns ja mal beeilen hier beim Fernsehen. Ich habe für Sie wieder was gedreht. Ich eine kleine Reportage. Ich war beim Wasserskifahren. Sie kennen mich. Ich bin bekannt als Wasserskilehrer durch die ganze Republik. Und ich habe mal ein paar junge Leute unterrichtet. Schauen Sie sich das mal an. Wir sind ja auf der Wasserskianlage in Solingen-Langenfeld. Und wir haben... Hallo. Wir haben heute unsere 5 Gewinner aus unserem großen Wasserski-Preisrätsel hier eingeladen. Ihr seid noch nie Wasserski gefahren, ist das richtig? Ja! So, und deswegen will ich euch das mal beibringen. Ich bin nämlich seit 1976 Wasserski-Lehrer. Und jetzt werden wir das mal probieren. Ich erkläre euch das mal, wie das geht, okay? Yes, sir! Ja, yes, sir! Und du hast es auch noch nie gemacht, ne? Nein, noch nie. Noch nie. Also, einfach nur in die Hocke gehen. So ist richtig. Festhalten. Kopf nach hinten. Und dann fahren. Und Arme schön festhalten. Das ist ganz einfach. Ich mach's gleich selbst mal vor. Achtung, und da sind wir schon. Oder war es doch anders? Vielleicht sollte man richtig in die Hocke gehen und die Arme ausstrecken. Arme ausstrecken. So, und dann einfach, dann machst du schon. Das war anders. Es ging anders. Es ging anders. Wie war das denn noch? Du hast direkt das Schwere ausgesucht. Das ist gut so. Ja. Und im Prinzip nur festhalten. Das alles. Und hab die Post. Ich weiß nicht, was da. Das war wohl noch nichts. Das war wohl noch nichts. Ich glaube, wir müssen das noch mal üben. So, na geht doch. Ja? Verstehst du? Und immer in der Hocke bleiben. So. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Und hoch! Hoch! Ja, Arschbombe Deluxe. Besser, ich erkläre das besser nicht. Ich mach's am besten mal selber vor. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari. Thank you.
So, alles verstanden? Ja, okay, dann auf zum zweiten Anlauf. Guck mal da! So, das ist also der Regler für die Geschwindigkeit hier. Und wenn man ihn runterdreht. Und großartig, oder? Den müssen wir eigentlich mal nominieren, aber egal, machen wir das nächste Mal. Meine Damen und Herren, ich habe noch was entdeckt. Ich wollte diesen Mann unbedingt nominieren. Aber es war weder ein offizieller Gast in einer Sendung, es war auch nicht der Moderator, also für uns nicht rauszufinden, wer es war. Deswegen haben wir ihn, ob er will oder nicht, in Abwesenheit einfach mal heute nominiert. Und schauen Sie sich bitte an, warum wir diesen Menschen aus dem Publikum nominiert haben. Schauen Sie mal. Sagen Sie mal eine Zahl zwischen 1 und 3? 4. Ein Trekkie. Ein Trekkie, eine Zahl zwischen 1 und 3. 4. Alle Achtung, oder? Den können Sie nämlich bei uns. Den können Sie nämlich bei uns auch wählen, wenn Sie das heute wollen, nominiert für unseren Rab der Woche. Ich stelle ihn noch mal kurz vor. Auf dem Schild an seinem Pullover haben wir gesehen, er heißt Marc. Der ist nominiert für den Rab der Woche. Falls Sie sich erkennen, dann melden Sie sich doch einfach mal bei uns. Und dann kriegen Sie auf jeden Fall, auch wenn Sie nicht gewinnen, von uns eine Nominierungsurkunde und können uns das nächste Mal noch mal genau erklären, wie das denn ist, eine Zahl zwischen 1 und 3. Ja? Gut, meine Damen und Herren, wir machen jetzt ein bisschen Werbung und kommen danach wieder. Und danach haben wir Folgendes für Sie. Und zwar nagelneu bei TV Total von uns für Sie. Sie werden was über sich erfahren, was Sie bisher noch nicht wissen. Unser TV Total Horoskop. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Zurück bei TV Total. Zeit für Ricky, Ricky, Winke, Winke. Ja, Sie haben sich wahrscheinlich am Anfang der Sendung, als Sie noch nicht wussten, dass Sie hier runter die Respektkelle verbirgt, ja, haben Sie sich wahrscheinlich gewundert, was ist das? Ja? Ich hoffe, Sie haben nicht gedacht, liegt da etwa Ricky unterm Tisch? Ich hoffe. Ich muss mich auch bei Ihnen noch jetzt kurz entschuldigen, denn ich habe Ihnen eben versprochen, dass wir Ihnen ein Casting zeigen, was wir gemacht haben. Der Hund hat so lang gesungen, ja. Das zeigen wir Ihnen dafür nächste Woche. Aber dafür kriegen Sie jetzt was Nagelneues von uns, denn Sie bekommen von uns unser TV-Total-Horoskop. Passen Sie mal auf. Zwilling. Heute sind Sie stur. Sie fahren einen klaren Kurs und lassen sich durch keinen davon abbringen. Bravo! Waage! Jupiter wirbelt Sie ordentlich durcheinander. Es hat Sie kräftig erwischt, aber Sie bleiben voll auf dem Teppich. Bravo! Widder! Sie sind frisch verliebt, aber jemand will diese Beziehung unter allen Umständen verhindern. Bravo! Stier! Erfolgstag! Ganz überraschend feiern Sie einen beruflichen Erfolg über einen Kollegen. Herzlichen Glückwunsch. Schütze, Ihnen fehlt der rechte Biss. Vielleicht sollten Sie einen Zahn zulegen. Ludwigshafen und Bonn kam es zu Tumulten und Prügeleien beim Kampf um die letzte Runde. Bravo. Unser kleines Horoskop für Sie. Ich hoffe, Sie wissen jetzt, was in der nächsten Woche auf Sie zukommt. Wir kommen jetzt zu unserem Finale. Ich zeige Ihnen noch mal alle Nominierten im Schnelldurchlauf. Und drücken Sie bitte auf Ihre Abstimmungsgeräte. Dann können Sie jetzt bestimmen, wer den Rab der Woche gewinnt. Und zwar nominiert für den Rab der Woche Dido für seine fantastische Musikshow im offenen Kanal Berlin. Sarjana Salminen mit ihrem Hund Otto.
Und natürlich der bescheuerte Trecki aus Geh aufs Ganze, der eine Zahl zwischen 1 und 3 für 4 hält. Platz, Sitz. Und jetzt bin ich mal gespannt, was heißt Sitz auf Finnisch? Isto. Gut, jetzt bin ich gespannt, was unsere Abstimmung ergeben hat. Können wir mal die Grafik sehen? So, es wird spannend. Marc, Sariana und Dido gleich auf. Also bei uns sind eh immer alle Gewinner. Und jeder hat bei uns den Preis verdient. Aber wie gesagt, es kann nur einer sein. Preis verdient. Oh, und ich sehe, Dido hat sich knapp davon gemacht. Herzlichen Glückwunsch auf ihn. Aber Dido, das ist Ihr Preis. Dido muss nächste Woche den Preis verteidigen. Aber das wäre doch mal ein Gast für Ihre Musikshow, oder? Sariana wäre doch mal ein Gast für Ihre Musikshow. Ja. Und wir haben jemanden, der freut sich mit Ihnen, dass Sie sich so toll freuen. Wenn Sie, schauen Sie mal gerade da oben. Großartig, oder? Ja. Er freut sich mit Ihnen. Ich bin mir hauptsächlich... Passi. Das sind, muss ich sagen, wunderschöne Tränen. Ja, kann ich bei Ihnen nicht feststellen. Naja, okay. Meine Damen und Herren, Dido und Sariana Simon, vielen Dank. So, und direkt nach dieser Show, meine Damen und Herren, letzte Woche fulminant gestartet, der Quatsch Comedy Club, und ich frage mal nach München. Thomas Hermanns, kannst du mich hören? Wer ist bei dir? Hallo Stefan, wir vom Quatsch Comedy Club haben uns heute über was ganz Besonderes für dich ausgedacht. Und zwar werden wir die Namen der drei Künstler, die heute bei uns auftreten, mit dem Publikum als Kanon singen. 1, 2, 3. Bei Quatsch sind heute Django Asyl, Manfred und Dieter, Desiree Nick. Ich fühle mich wie Gotthilf Fischer. Bis gleich. Tschüss nach Köln. Ciao nach München. Direkt nach dieser Sendung kommt der Quatsch Comedy Club mit den eben besungenen Künstlern. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaltet haben. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, 22.15 Uhr. Bis dann. Tschüss.